Nach einer kurzen Pause von mir heiße ich euch wieder herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3, der Remastered Edition. Ich habe ein bisschen Boston kennengelernt, so ein bisschen habe ich gesagt, ich so komm, ich gehe mal ein bisschen spazieren. Guten Abend, Gentlemen. Charmant. Ach bitte, Charles, ihr werdet ihn bald mögen. Hoi, Catherine, alte Schabracke, her mit dir. Papa braucht einen Drink. Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders gerne Indianer versklavt. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Fürchte nicht. Benjamin Church aber. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Wohl an. Na gut. Ich kann mit denen reden. Oh, die Dame ist schon weg. Schade. Bisher habe ich noch nichts Neues. Ihr werdet der Erste sein, der es erfährt. Boston hat einen gewissen Charme, denke ich. Das haben alle Kolonien. Zugegeben, ihre Städte haben nicht den Glanz und die Raffinesse Londons, aber die Menschen hier sind ehrbar und fleißig. Sie haben einen Pioniergeist, der mir gefällt. Das ist schon etwas, einen Ort zu bestaunen, der auf die Füße kommt. Tut er das? Die Franzosen bringen den Krieg aus dem Norden. Und die Spanier scheinen hier ihre eigenen Pläne zu haben. Ist das eine neue Welt? Oder nur ein weiteres Schlachtfeld? Ja, eine Geschichte so alt wie die Zeit. Und das wird auch so bleiben. Wir sind grausame und verzweifelte Kreaturen, für die nur der Sieg zählt. Die Sachsen und die Franken, die Osmanen und Safaviden. Die Liste ist lang. Die ganze Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte der Konflikte und Unterwerfungen. Die Gier nach mehr und mehr und mehr. Ich bete, dass wir uns eines Tages bessern. Während ihr betet, handle ich. Mal sehen, wer erfolgreicher ist. Das war nur dahergesagt. Ja, aber das ist gefährlich. Worte haben Macht. Benutzt sie weise. Diese Sache mit Silas irritiert mich. Wenn England die Franzosen zurückdrängen will, müssen sie sich mit den Indianern verbünden und sie nicht versklaven. Silas ist nur seinem Geldbeutel treu. Dass seine Taten der Krone schaden, ist unbedeutend. Solange es Käufer für seine Ware gibt, wird er weiter liefern. Nur ein Grund mehr, ihn aufzuhalten. Meine Tage verbringe ich mit den Einheimischen. Ich will sie überzeugen, dass sie uns völlig vertrauen können. Dass die Franzosen sie fallen lassen werden, wenn sie erst gewonnen haben. Eure Worte müssen ihnen sinnlos erscheinen. Vergleicht man sie mit der Realität von Silas' Taten. Ich habe versucht zu erklären, dass er anders ist. Aber er trägt die rote Uniform. Er befehligt ein Vor. Die müssen denken, ich sei ein Lügner oder ein Narr. Oder gar beides. Verzweifelt nicht, Bruder. Bringen wir ihnen erst seinen Kopf. Dann wissen sie, dass ihr recht hattet. So, lange Rede, gar keinen Sinn mehr. Wir geben uns zur nächsten Mission. Ich will eigentlich gerne Hatem Canway loswerden. Weil jeder weiß eigentlich danach, wen wir eigentlich spielen. Oh, er wartet schon draußen. Hi, Charles. Oh, ein bisschen rausgehen könnte ich ja demnächst. Wunderbar. Ja, subtil. Charles. Sir. Subtil.
Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Hinweise suchen. Ihn finden. Kommt. Ich zeige euch wie. Wir kleben das auf sein Pferd, sein Gesicht und lassen ihn durch die Straße reiten. Benjamin Church. Ist bei einem Gefecht mit königlichen Truppen im Ohio-Territorium gefallen. Ah. Sollen wir seiner Familie schreiben? Was meint ihr? Wir sollten uns nicht einmischen. Auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet. Sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag, unerhört. Leute, Dilettanten und neugierige Laien, hört her! Toby Locks Sohn Jeffrey wird morgen am Glockenturm sein neues großes Netz zum Auffangen ja, will ich ja. Demonstrieren. Weil ein skandalöses Benehmen von einem, der Chirurg werden will. Kann er vergessen, wenn er weiter so viel trinkt. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern wären sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt, bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten. Befragt zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. Die aktuellsten Nachrichten im neuen Glockenturm. Also das finde ich ja schon mal damals cool gewesen, dass man wieder so ein bisschen auf diese Heimlichtuerei gegangen ist, ein bisschen. Wieder so ein bisschen, ja, da horchen und alles andere. Und dass dann halt du die Hälfte wahrscheinlich nicht mitkriegst oder so. Was ich ja damals cool gefunden hätte, wenn du nach so, du musst mindestens so 70% davon hören, ansonsten schlägt die mir so ein Fehl oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas wäre auch cool gewesen. Aber das ist ja halbwegs so schlimm. Wie gesagt, cool ist es auf jeden Fall, das Feature, was dazugekommen ist damals. Noch immer bereue ich es, dass ich es damals nicht öfter gespielt habe. Ich hätte es öfter spielen sollen. Hätte mir bestimmt auf Dauer mehr Spaß gemacht, aber ich glaube, mich haben andere Spiele mehr interessiert als das Assassin's Creed. Weil erst mit Hayden Canwaid gespielt und dann... Wobei das halt schon revolutionär wieder hochgeklettert ist. Ich glaube, das lag damals an Brotherhood, weil ich Platin haben wollte. Das kann wahrscheinlich gut sein. Ich habe Brotherhood nämlich auf der PlayStation 3 nie auf Platin bekommen, weil die Mission war, die Trophäen waren schon bestialisch. Ja, kletter. Fixes Bürschle. Der steht einfach. Ja, klar, mit einem Fuß in der Spitze, genau. Dann höre ich mal zu. Mit ein bisschen Glück weiß einer von denen, wo Benjamin ist. Ah, da ist er halb allen. Zack. Wieder zuhören. Vergiss es! Die lügen! Nein! Was soll ich tun? Drogen bringen nichts und ich will nicht gucken. Taten sagen mehr als 1000 Worte, mein Freund. Pack einen von ihnen an den Schanzstock. Mal sehen, was er dann so brabbelt. Wenn ich das ohne Grund tue, singen sie bald Lieder über uns. Das Letzte, was wir brauchen, sind Stadtschreier, die sich über unseren Machtmissbrauch beschweren. Dann vergiss es! Das Gräuel ist getan. Die Mörder sind fort. Und die, die was wissen, werden nichts sagen. Wenn die Stadt solche Schufte duldet, soll sie auch den Preis dafür zahlen. Das garantiere ich dir. Dafür, dass sie so nichtsahnend sind, ist es immer so... Ja, ich finde es immer so süß.
What? Bisschen einfach durch die Straße laufen, dann bringt das schon. Oh, sogar mehrere Gespräche. Wissen, wie ich dem Gespräch darauf zuhören kann. Dann gibt es jetzt ein neues. Dann sagt er zu Church, dass die Schuld so oder so beglichen werden würde. Ich bin ein wenig. Er hat harte Zeiten vor sich. Was glaubst du, plant? Ich weiß nur, dass es nichts Gutes ist. Cutter war bei ihm. Bestimmt suchen sie einen ruhigen Platz für ihre Bluttat. Ich habe gehört, seine Arbeit läuft nicht ohne lautes Jammern und Kreischen. Da fällt mir ein. Gute Entscheidung. So. Mehr Sprecher belauschen. 100% bei allen Belauschungen. Ich glaube nicht, dass ich eine 100%ige Chance jetzt habe, alle Belauschungen gehabt zu haben jetzt. Aber ich glaube, ich muss alle belauschen. Ich glaube, dass ich da schon verkackt habe. Warte mal kurz, ich will da ein bisschen näher dran, denn die Sonne von mir nervt ein bisschen. Ich bot ihnen Hilfe an, doch sie schickten mich weg, sagten, alles wäre unter Kontrolle. Wie seltsam. Haben sie gesagt, was passiert ist? Nein, nur dass es nichts Schlimmes sei und er bald wieder nach Hause käme. Ich habe Blut gesehen. Ich frage mich, ob es nicht doch ernster war, als sie zugaben. Wohin brachten sie ihn? In Richtung des Hügels. Vielleicht gibt es einen Arzt im Fort. Zu welchem Anlass auch immer. Seht ihr, Charles? Wir werden Charles schnell finden, wie ich gesagt habe. Wenn ich fragen darf, Sir, wo habt ihr das alles gelernt? Wenn man so aufgezogen wird wie ich, ist das eine Voraussetzung. Wahrnehmung ist fundamental für den Orden. Sie führt die Füße beim Laufen und Klettern, steuert die Hände beim Zuschlagen im Kampf. Aber das Wichtigste sind die veränderten Sinne. So beginnen wir, die Welt ganz anders wahrzunehmen. Das Haus ist gut bewacht. Wir müssen an ihm vorbeischleichen. Die Mohawk-Indianer haben wohlwollend auf die Führungen in Ich will es wenigstens versuchen, ne? Seht ihr, Charles? Wir werden Church schnell finden, wie ich gesagt habe. Wenn ich fragen darf, Sir, wo habt ihr das alles gelernt? Wenn man so aufgezogen wird wie ich, ist das eine Voraussetzung. Wahrnehmung ist fundamental für den Orden. Sie führt die Füße beim Laufen. Ups. Entschuldigung. Aber das Wichtigste sind die veränderten Sinne. So beginnen wir, die Welt ganz anders wahrzunehmen. Kommt er überhaupt mit? Hört hier! Herr
Okay, gut, ich komme noch mal ein bisschen näher dran und werde mal gucken, was sich da so machen lässt, dass wir das... Vorsicht, das Haus ist gut bewacht. Wir müssen an ihn vorbeischleichen. Zugesperrt. Ich muss den Schlüssel suchen. Wartet hier. Was hätten wir dann? Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen. Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche. Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz. Sonst wären wir nicht hier. Das ist ekelhaft. Also, was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht die Hände ab. Dann wär's Essig mit der Chirurgie. Oder seine Zunge. Dann ist Schluss mit dem Gebrabbel. Oder ich schneid ihm den Schwanz ab. Dann pisst er uns nicht mehr ans Bein.
3 Möglichkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. Mach halt alles. Einen Moment, Silas. Vielleicht habe ich eben etwas hastig abgelehnt. Es tut mir so leid, Benjamin. Aber diese Tür ist jetzt zu. Sei vernünftig, Silas! Oh, ich glaube, das war ich. Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt. Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten. Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht, so eine Barbarei zu sehen. Gib Bescheid, wenn es vorbei ist, Cutter. Das bereust du, Silas, hörst du? Das kostet deinen Kopf! Nein. Das glaube ich wirklich nicht. Ist ein Schläger. Gewöhnlich wie Dreck, Cutter. Und stolz darauf. Ein bisschen von hier? Ein bisschen was davon? Ich werde mir ein paar Trophäen nehmen. Du bist völlig wahnsinnig. Wie alle richtigen Künstler. Deine Eltern müssen ja sehr stolz sein, ein so richtiges Exemplar gezeugt zu haben. Still jetzt! Ich muss... Wer seid ihr? Nathan Kenway, zu euren Diensten. Aber ich verstehe nicht. Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church. Ich werde alles erklären. Habe ich sogar sehr gut gemacht. Hey! Nein, nicht aggressiv werden. Nein, nicht aggressiv werden. Ganz cool. Upsa. Oh, Schnitt machen oder nicht? Oder wenigstens wissen, was sie jetzt machen. Ich komme die nächste Mission? Nee, nur Tür aufmachen. Nee, nur Mission gleich auch. Egal. Wenigstens zu wissen, was wir machen müssen. Noch labern sie gemütlich. Johnson erzählte von eurem Plan. Wie es scheint, ist der Mann, der mich entführt hat, derselbe, den ihr sucht. Sein Name ist Cyrus Thatcher. Das ist unser Sklavenhändler? Vertraut nicht seiner Silberzunge. Eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen. Könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer. Über die Hälfte sind Rotröcke. Nur für ein paar Sklaven? Kaum. Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen. Und er leitet das Southgate fort. Dann müssen wir dort hinein. Lasst mich nachdenken. Inzwischen kümmere ich mich um unseren letzten Rekruten. John Pitcairn ist unser Mann. Ich bringe euch zu ihm. Sollen wir noch den machen? Ich möchte es auch nicht zu lang machen dieses Mal. Wie gesagt, ich möchte doch das gerne ein bisschen überwiegend mehr genießen. Aber wie... Ich habe die Aussicht. Ey, also jetzt. Ich jetzt mal genug, ne? Okay? Immer langsam, mal auch. Blöd, Mann. Ich die ganze Zeit schubs, ne? Ich schubs auch nicht. Okay? Ich kann wenigstens einmal mal hier. Ja, mal hochklettern. Ist ja schon immer wieder amüsant zuzusehen, wie fix die sind. Und zwar jetzt. Zack. Ein Eisen verloren, zack. Muss das Zaumzeug gerichtet zack. Werden. Erinnere mich ein bisschen natürlich an. Das ist aber heute schon spät, ja. Komm, hoch mit dir, los. Vogelchen.
Piepmatz. Hallo. Das kann ich auch so. So, ich muss mal gucken, wo der Heuballen ist. Nicht, dass ich daneben springe. Das Boston Country Journal. Die Welt für einen Penny. Ich finde es sehr gut, dass sie trotz allem immer wieder schreiben, was man da machen kann mit Heuhaufen und. Jetzt frage ich mich eigentlich, wie das geht. Kann ich das beklauen irgendwie, dass ich mehr Geld habe? Ich weiß gar nicht, wie das da jetzt funktioniert mehr. Aber wir können ja mal kurz gucken. Entschuldigung. Da drin. Einen Überfall machen oder was? Was kann ich für euch tun? Gib die Kohle her, du. Zurzeit keine Gegenstände zu verkaufen. Hab noch nicht genug. Warum wurde mir dann der Punkt hier hingesetzt? Seltsam. Okay, das ist eine Art Händler. Jetzt gehen wir noch die Markierung schwind machen. Jetzt gehen wir da noch schwind hoch, um zu gucken, was da abgeht. Rotröcke. Überall Rotröcke. Ich mag die Farbe Rot, sie ist toll. Da kann man nicht sehen, wenn man einen Gegner aufgeschlitzt hat. Rotrücke sind toll. Ich bin der König der Welt. Hier, ich rede mit dir aus. Ich spuck dich. Das ist immer wieder herrlich. Solche kleine... Keine Amüsant halten. Kleiner hoch, komm schon. Jawohl. Zack. Komm schon. Komm. Zack. Sehr gut. Synchronisiert. Gut, mit diesem Anblick verlasse ich euch. Wir sehen uns im nächsten Part, meine Freunde.